Es ist Montag. Willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir befinden uns irgendwo in der Wüste Gobi. Ne, sind wir nicht. Aber wir sind in der Wüste, im Kaspischen Meer, wo nicht mehr ganz so viel übrig ist. Und hören den Schreien der Verdammten zu, so wie es sich anhört. Während Leute im Chat sind, die nur hier sind, um sich vom Lernen abzulenken. Was kein gesundes Verhalten ist. Während ich mich versuche, einfach von dem Elend der Welt abzulenken. Wenn wir letztes Mal haben wir übrigens über das Nachtsichtgerät geredet und wie schlecht es doch eigentlich ist. Aber eigentlich ist es doch voll gut, wenn man sich mit diesen Typen auseinandersetzen kann. Ich frage mich übrigens immer noch, warum in langer Menschheitsgeschichte noch nie irgendjemand was Gutes für diese Untertreppenräume gefunden hat. Also genau diese hier. Also sei es irgendwelche Neubau-Blocks, irgendwelche neueren Gebäude. Du hast immer diesen toten Raum und diesen Treppenfluren. Und selten siehst du, dass das irgendjemand irgendwie sinnvoll verwendet, diesen Platz. Ist doch irgendwie schade. Ich glaube, wir werden hier auch immer, tendenziell auch immer noch reicher mit meiner ganzen Taktik hier, ne? Die Kugeln, auch wenn ich ein bisschen rumspamme, gehen jetzt ja nicht wirklich weg. Die Leute draußen nochmal wegfahren? Die sollten mir eigentlich dankbar sein, dass ich das Dings besiegt habe, ne? Das ist gut. Das große Flugvieh. Weil sonst wären die wahrscheinlich schon alle tot, ne? Wenn ich den Gargoyle nicht erschaffe. Wie können die hier eigentlich leben, wenn hier irgendwo an der Wand so ein komischer Gargoyle listet? Das ist immer ohne Witz. Na gut, vielleicht ist es auch eher so eine Koexistenz. Oh, hier sind noch weitere Tote. Okay, das Vieh sieht schon ein bisschen aus, wäre es ein bisschen länger. Die Boys da unten stehen noch rum. Weißt du, dass du das Nachtsichtgerät nicht mal abnehmen kannst? Du kannst es mit der Taschenlampe-Taste... Kann ich? Das stimmt, das wurde einfach mal erwähnt. Ich hab mich vorhin noch gedacht, dass ich das Nachtsichtgerät, dass es das irgendwie noch anders gehen musste. Ich kann es mit der Taschenlampe an. Oh. Aber welchen Nachteil hat denn das? Also außer, dass ich hier so eine klitzekleine Vignette habe. Hab ich den hier nicht so ewig langsam? Oh, bin ich jetzt überladen? Nee. Ja, das ist natürlich sau praktisch, wenn man das einfach ausmachen kann, ne? Aber warum eigentlich? Ist das überhaupt eine Option? Weil das macht es ja, also das macht es ja alles noch viel einfacher, ne? Oh, guck mal, da ist eine Tür. Die kann ich wohl nicht öffnen. Das sind dicke Kabel. So baufällig, wie das Gebäude hier aussieht, ist mir ein leichtes Rätsel, wie genau dieses Gargoyle-Nest, wir heißen ja nicht richtig Pyrodaktyl, ne? Zumindest ein Buch hießen die, glaube ich, so. Wie das da an der Seitenwand für diesen Haus hält. Vielleicht haben sie auch gute Stahlstrukturen hier. Aha. Oh! Wir finden tatsächlich was. Ein Schrotflinten-Upgrade, wie toll! Oh, was ist das denn? Ein... Das ist eine Verbesserung für deine Ausrüstung, wenn man versucht, den Werkpunkt montiert sie. Naja, wie es der Zufall so will, ist das Zeug, liegt das genau hier. So, wollt ihr nicht langsam mal wegfahren? Ich glaube, dann kann ich wohl die schnelle Zipline nicht benutzen, um hier rauszukommen, oder? So, das wird das Ding. Unten ist auch noch ein Tresor. Also ohne diese Prompts wäre es echt schwierig, irgendwie die Hälfte dieser Werkbänke zu sehen, die hier oben in der Landschaft rumstehen, ne? Ich finde vor allem, so die erste Hälfte des Spiels ist einfach das einfachste Metro auf Ranger Hardcore. Ja, das ist, also ich spiele, also es gibt ja einen guten Grund, warum ich nicht auf Hardcore spiele, weil mich das einfach nervt, dass du nur zwei Waffen haben kannst. Ich habe ja an irgendeinem Wochenende neulich mal Metro 2033 nochmal angefangen auf irgendwas Ranger Hardcore, glaube ich. Und das nervt mich schon hart, dass du die Waffen nicht hast. So, warte mal. Werkzeug ist das hier. Nachtsichtversteher. Dieser Nachtsichtsystem basiert auf den neuesten Restlichtverstärkungstechnologien. Vor dem Krieg standen solche Systeme nur sonders Einsatztruppen zur Verfügung. Okay. Jetzt muss ich einfach gar nichts mehr machen, oder was? Das ist jetzt... elektrische Ausrüstung. Das kann einfach wieder aufgeladen werden. Ja. Okay, das ist jetzt einfach ein zweites... Zumindest hier in Exodus hast du, weil ich mich gerne genauso viel Waffen. Oh, das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, dass diese fehlenden Prompts sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht doch gesagt hat. So, sieht das irgendwie anders aus, das Nachtsichtgerät? Oder habe ich jetzt einfach nur endlich Akku? Nö.
Okay, was genau hat jetzt das jetzt dieser Aufbau meines Nachtsichtgeräts getan? Na gut, dann müssen wir jetzt leider alle Treppen wieder runterrennen, damit kommt durch den kompletten. Oh. Ernsthaft, jetzt haben die. Dadurch haben die mich jetzt gehört, weil ich einmal rumgerannt bin. Das ist ganz schön tief, wenn ich aus dem Fenster springe, oder? Gut. Habe ich jetzt hier alles gefunden, was zu finden war? Hm. Achso, okay. Das eine Fragezeichen ist im Haus geworden, das andere ist ein Ankersymbol geworden. Dann können wir eigentlich wieder gehen, würde ich behaupten, oder? Ich meine, die anderen Leute müssen ja nie wissen, dass ich hier war. Also, sie reden ja offensichtlich davon, dass sie mich angeblich gehört hätten. Die Typen ist da vorne. Aber mittlerweile ist es ja 22.22 Uhr, sollte also dunkel genug sein. Ich kann das halt echt nicht einschätzen, das sieht ja so schummrig aus. Es könnte durchaus sein, dass ich jetzt, wenn ich das perfekt mache, einen nach dem anderen niederschlagen kann, ohne dass irgendjemand weiß, dass ich da war. Das weiß ich schon. Naja, gut, okay, dann hätten wir das ja geschafft. Und angeblich war das hier Saul, der hier rumgehangen hat in der Ecke. Also den Typen, den wir bewusst geschlagen haben. Naja, denn ich würde ja gerne hupen und einfach weiterfahren, aber ich kann leider nicht hupen. Da hinten ist noch ein elektrisches Licht, aber das ist doch... Was ist denn das überhaupt? Ich nehme an, das ist das Hauptziel, wo wir hinterher nochmal hinkommen, weil das... das ist bestimmt die Zentrale der Feuerlord... Lords. Da fahren wir am besten mal später hin. Die Schienen noch gut sind, die da hinführen. Ich meine, die sehen echt krumm aus. Ich bin vorgestern lange ICE gefahren. Und da gibt es ja auch manchmal so Stellen im deutschen Streckennetz, das seit 1860 nicht mehr so ganz so gut erneuert wurde. Wo der ICE dann ein bisschen langsamer fährt. Oder so komisch wackelt. Da mache ich mir auch mal so ein bisschen Sorgen, ob das noch alles so gut ist. Ich versuche gerade herauszufinden, dass das Nachtsichtgerät upgrade bin. Ich habe gesagt, genau, weil das einfach weniger Strom verbraucht. Das war aber vorher schon kein Problem. Okay, wer sind die Joker da vorne? Ich weiß übrigens nicht, warum ich schon wieder anfange, Zombies zu erschießen. Oder Ghule. Ich glaube, es sind Ghule, ne? Oh nein! Hau ab, Schlange! Ich kann die jetzt echt nicht hier brauchen. Sehen die mich jetzt oder nicht? Ist meine Gamma einfach so hoch? Auf Dauer ist es ein bisschen nervig, wenn die dann an meinem Auto rumkriechen. Das will ja eigentlich auch niemand. Aber... Eigentlich hätte ich auch einfach gewähren lassen. So, was ist das jetzt hier vorne? Hier sind noch welche Tanks? Auf meiner Karte war es nicht mal geht. Ich habe es nur vorhin gesehen, aus dem Augenwinkel, weil hier ein Feuer war. Ich finde cool, dass die Ghule einen stabilisierten Kopf haben, wenn sie laufen so wie Hühner. Ich wette, der Baron hat ihn geschickt, um die Zugbande im Blick zu behalten. Oh, Auge. Wohin denn? Keine Ahnung. Immerhin ist er ein Scharfschütze. Könnte genau jetzt auf dich zielen. Tja, Dima, vielleicht solltest du freundlich lächeln und ihm zuwinken. Aha. Toller Scharfschütze. Kann nicht mal seine eigenen Sklaven disziplinieren. Das Arschloch hat mir gestern noch gesagt, sein Meister hat eine gute Stellung am Hafen, irgendwo ganz oben, wo er nicht zu sehen ist, aber alles im Blick hat. Wo das ist, da kannst du selbst drauf kommen. Es gibt nicht viele Stellen, auf die die Beschreibung passt. Bei mir hast du es aber nicht. Okay, die gehören meiner Meinung nach alle zu der Fraktion, die ich nicht am Leben lassen muss. Aber... Wir versuchen ja unnötiges Tierleid zu vermeiden. Der andere Typ nervt aber. Es sind insgesamt vier, wenn ich das richtig sehe, ne? Der setzt sich da jetzt hin, das ist natürlich ärgerlich. Bisschen viel Licht hier. Also tot kriege ich wahrscheinlich drei, bevor einer was merkt. Hm. Wird die sich immer noch mal pennen legen? Warum zum Teufel sind wir nur hergekommen? Wir werden alle sterben. Wir haben einen üblen Trip beschert. Und meine Schicht ist noch lange nicht vorbei.
Aber schön, dass sie sich alle so in Schichten denken. Wenn man, der Himmel müsste jetzt wesentlich besser zu sehen sein, die Sterne, ne? Als vor der Apokalypse. So, ich schreite dann einfach mal zur Tat. Es wird wahrscheinlich doch. Jetzt brauche ich dringend eine Kippe. Das ist hier verdammt nochmal nicht zu ertragen. Wo auch immer die hier Kippen her haben. Ich liebe das hier. Die Gegend ist total klasse. Ja. Wir sind, glaube ich, ein bisschen drauf, die Boys, oder? Mein grünen Laser müssten ja theoretisch sehen, oder? Hey, wer ist es? Hey, Pazifismus! Ich hab's zu meiner großen Überraschung tatsächlich geschafft. Nein, nicht. Jetzt gib mir meine Waffe zurück. Ich habe es zu meiner großen Überraschung geschafft, tatsächlich alle Gegner bewusst zu schlagen. Die waren auch echt schlecht bewaffnet, die Boys hier, ne? Ja, das war wahrscheinlich nur eine kleine Truppe. Ja, fällt mir gerade so ein, wahrscheinlich habe ich die jetzt trotzdem mehr oder weniger zum Tode verurteilt, ne? Wenn ich die mitten in der Wüste bewusst geschlagen wirst und dann nicht schnell genug aufwachst? Das ist ja wahrscheinlich trotzdem dein Tod, oder? Ich würde sagen, die behaupten, sie sind wie Papier, ist das Kraut oder irgendwelche getrockneten Pflanzen oder so? Ungesund? Ja, aber das ist, das wirkt doch dann gar nicht. Okay, gut, das Lager war hier aber tatsächlich ziemlich. Also, so viel Aufwand, wie ich mir gerade gemacht hätte, war es das echt nicht wert. Hier steht ein Container rum, der vielleicht oder vielleicht auch nicht leer ist. Ansonsten gibt es hier nichts. Entweder du wirst gebacken oder frisst in der Nacht. Ja, ich meine, normalerweise, also im echten Leben, bist du ja eh nicht so lange bewusstlos, wenn dich irgendjemand. Also, wenn du tatsächlich durch einen Schlag bewusstlos umkippst, dann solltest du nicht länger als ein paar Sekunden weg sein, ne? Insofern müssen sich diese Leute wahrscheinlich nicht ganz so viele Sorgen machen. Obwohl es wahrscheinlich schon eine echte Großtat wäre, so schnell und geräuschlos zuzuschlagen, dass man mehrere Leute bewusstlos schlägt, bevor der erste wieder aufwacht. Du hast damals im Ferienlager. Na, okay. Oder sind die roten Punkte Lager, die ich noch nicht besucht habe? Oder die ich nicht geklärt habe? Echt, jetzt ist. Also, eine Legende fehlt mir hier echt ganz schön. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch Richtung Hauptquest fahren. Zu viel Teebeutel. Gut, ich meine, wenn es halt nur um den Anschein geht, kannst du wahrscheinlich gefühlt alles rauchen, oder? Mit verschiedenen Abstufungen Gesundung. Nie nur Rauching. Achso, die haben mit angefangen. Oh, ich habe was überfahren. Aha, oh. Hallo. Also der erste Roadkill war nicht mal Absicht. Der hier schon. Ja, wäre echt gut, wenn ich die Karte jetzt irgendwie rankleben könnte, ne? Wenn ich fahren und gleichzeitig auf die Karte gucken könnte. Ja, das. Fahren wir hier rechts, sag ich mal. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Da habe ich jetzt relativ effizient eigentlich alles erkundet, was zu erkunden ist. Was ist das denn da vorne? Okay, also ich hoffe, ihr habt einen guten Ausweichplan. Naja, anscheinend nicht. Ob es ein Archiv mit dafür gibt, so und so viele Viecher zu überfahren? Obwohl es eigentlich gar nicht so gut ist, wie irgendwas zu überfahren, wenn mir gerade auffällt, dass es in meinem Hotel hier an einen Scheibenwischer mangelt, oder? In der Wüste ist es gar nicht mal so unwichtig. Ah, wirklich kein. So, Anna sollte ja theoretisch nicht mehr da sein, oder? Weil die hat ja gemeint, die geht wieder zurück zu dem Platz mit den anderen. Oder hängt die ja doch noch ab? Nee, sie und ihre schwebenden Küchenutensilien haben ihre Position aufgegeben. Naja, gut. Ne? Ach, diese Steine. Sah gerade kurz irgendwie so aus, als würde da irgendwie so ein Typ so in so einem Schneidersitz, so, weiß nicht, zum Meditieren sitzen oder so. Ist auch nicht. Das ist sehr, sehr rotes Blut. Ja, das ist vielleicht, das haben die Zombies das so. Oder die Mutanten oder was auch immer das eigentlich sind. Bisschen unlogisch ist es übrigens auch, dass
Also auch rein aus einer Spielperspektive ist es natürlich extrem anstrengend. Und ich finde der Lore her auch, dass die Mutanten und Zombies, die wir überall sehen, das ist überall die gleichen Viecher. Das ist unangenehm. Wer seid ihr denn? Ah, oh, das kam jetzt überraschend. Den oben habe ich da auch nicht stehen sehen, ne? Sonst noch wer ohne Fahrschein? Ich meine, das war ein witziger Überfall, den ihr hier gemacht habt, Boys, aber... Naja, also... Das war jetzt eher so ein Mittel, ne? Ich hab schon mal bessere Überfälle gesehen, aua. Ja, theoretisch war es ein guter Hinterhalt, ne? Wenn sie einfach nur durchgezogen hätten von der Seite... Und ich bin ja sogar mit der falschen Waffe ausgestiegen. Mit der hätte eine Keule bei. Naja, gut. Schön. Merken wir uns also, wir fahren weiter mit der... Warte mal, was ist das da vorne? Ist der Posten wieder aktiv oder ist der einfach nur so Licht an? Naja, die sind nach wie vor. Okay, gut. Das brennt hier irgendwie so doll, ne? Fallen die mich hier einfach, die Typen? Die das bei Nacht und bei Tag getan haben? Ich meine, der erste Typ wurde halt direkt von mir überfahren. Falsche Waffen gibt's nicht, töten tut alles. Ja, aber die Tia ist jetzt nicht so die Waffe, die ich jetzt spontan in einer Paniksituation benutzen würde. Diese Feuervulkane, die sind schon irgendwie... Also tagsüber waren die nicht so eindrucksvoll. Theoretisch müsste der Posten hier ja tot sein. Müsste hier jetzt eigentlich immer so rauchig. War doch definitiv Feuer nicht, oder? Schon übersichtlich hier. Uff. Boah, das ist auch so, weil hier einfach so heiße Quellen sind. Mir fällt übrigens gerade so auf, dass hier ist alles kein Wasser, ne? Das ist alles wahrscheinlich mit Öl verseuchtes Wasser. Wahrscheinlich zum Fahren auch nicht gut. Ja, hier sollen wir schon mal nicht anfahren, das anhalten. Das sieht hier irgendwie nach Fledermausland aus. Ah, links. Alles dicht Nebel gehört eigentlich. Ich weiß nicht, wie das... Also wenn ich so aus dem... Das ist eine Fahne, ne? In diesem Boot. Okay, das sieht ein bisschen seltsam aus, diese Unschärfe hier. Du hast halt so komische Tiefenunschärfe. Oh, da hinten sind nochmal Viecher. Du hast so komische Tiefenunschärfe. Das macht's halt irgendwie weird. Aha. Oh, hier pfeift ein schöner Wind. Das ist ja. Aha. Eine Taschenlampe. Hier war auf jeden Fall ein Bett. Das wäre jetzt nicht so mein favorisiertes Lager, muss ich ja sagen. Aufgrund der Tatsache, dass das Gitter vielleicht gegen Viecher hilft, aber hier pfeift ja doch ein ganz schöner Wind, oder? Ja, ideal ist es nicht. Na, dann fahren wir mal weiter. Ja, wie zum Pfeif könnte ich pennen? Ja, ich habe so ein... Ich schlafe unter so einem Dachfenster. Wenn es regnet, prasselt das auch ganz schön auf. Und viele Leute sagen ja, dass sie Regen gemütlich finden. Oder irgendwie beruhigend. Ich kann ja, ich sag, nicht so ganz zustimmen. Ich höre irgendwelche Viecher. Ach so, das sind brennende... Ja, gut. Ah, oh. Schlange, warum? Oh. Ja, zum Glück haben wir es ja nicht eilig, nicht wahr? Okay, gut. Dann überfallen wir mal das Lager da vorne. Oh, die haben so einen Gefängniswagen. Das ist natürlich auch interessant. Wir überfallen beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Metro Exodus. Macht's gut, bis dahin. Ciao.